Würfelchen. So, hallo, wir machen weiter bei einer, ich hoffe, kleinen Runde Isaac. Ich will mir die nächste Challenge angucken. Letztes Mal haben wir die Challenge mit den Häufchen gemacht. Jetzt gehen wir mal an Bloody Mary ran und gucken mal, was uns da erwartet. Okay, wir haben schon mal ein cooles Buch. Wir können schießen. Das ist auch schon mal gut. Ziel ist... Oha, was ist denn das? Ist das Satan? Das ist der Satan, ne? Das ist Satan-Dings wahrscheinlich. Sonst würde mir das nämlich nichts sagen. Wir haben... Okay, dieses Kreuz, was mir folgt, sagt mir nichts. Das ist wahrscheinlich was Neues. Deswegen werde ich das jetzt nicht nachgucken. Ansonsten haben wir einen HP ab, damit wir dieses, das ist dieses Blutgefäß. Und wir haben eben das Buch, was uns stärker macht. Gut. Ich warte mal mit dem Stachelraum, falls... Also wir wissen ja noch nicht, wie die Ebene läuft. Dann schauen wir mal, was Bloody Mary jetzt... Was da jetzt speziell ist. Irgendwas muss ja speziell sein. Ach, und wir haben, ist das Isaac's Heart als Trinket? Ist das Isaac's Heart? Ich bin mir nicht sicher. Eigentlich könnte ich es mal einsetzen und mal gucken. Ob das jetzt irgendwas Spezielles macht oder so. Nö, da hat sich jetzt nichts dran geändert. Oh, aber wir haben noch eine Aufladung. Wir können es nochmal einsetzen. Wir können das Buch nochmal einsetzen. Woran liegt das jetzt? Muss irgendein Trinket sein oder irgendein... Vielleicht hat es was mit dem Kreuz zu tun? Keine Ahnung. Jedenfalls können wir es nochmal einsetzen. Einfach gut zu wissen. Okay, Judgment ist nicht Justice. Judgment spawnt den Bettler. Also wäre es jetzt Quatsch, das einzusetzen. Ach so, wir sind Dings! Jetzt sehe ich es erst. Hier sind die blauen Herzen. Ich kriege keine blauen Herzen. Okay. Ich kriege keine... Ah, dann hat sich das Buch kombi... Ja, ich verstehe. Aber wieso kriege ich denn dann keine Flamme, wenn ich das Buch einsetze? Also wir sind jetzt ja dann nicht Isaac, oder? Wir sind doch dann hier, Wobei, vielleicht liegt es nicht an Isaac. Vielleicht macht es mit dem blauen Herz... Ja, ist egal. Ist jetzt was... Ist jetzt eigentlich echt das mal wurscht. Spiel einfach. Wir müssen rausfinden, ob es in diesem... In dieser... Ja, ich weiß jetzt halt nicht... Also es ist Child's Heart. Ja, es ist Child's Heart. Okay, ich behalte mal das Child's Heart, weil ich habe es für die Challenge bekommen. Nicht, dass es essentiell ist und wenn ich es jetzt hergebe, ist es doof. Ich behalte es mal lieber. Wer weiß, was das hier mit dieser Challenge, wie gesagt, auf sich hat. Nice. Okay, da wäre jetzt dieser Vorschau-Dings, aber da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, den brauchen wir jetzt auch nicht. Das wäre ganz cool. Aber ich glaube, 15 Münzen kriegen wir nicht zusammen. Okay, Bossraum. Ich gehe nicht davon aus, dass es einen Itemraum gibt. Nee, also ich kriege keine Flamme. Also es ist... Ich habe zwar dieses... Ich habe diesen Book of Virtues Effekt irgendwie, aber... Ja gut, und wenn ich getroffen werde, dann habe ich hier diese Blutspur. Vielleicht ist es einfach so... Ja, keine Ahnung. Bisher weiß ich halt nicht, was dieses Kreuz macht. Also das Kreuz ist im Moment das Mysteriöseste. Das verfolgt mich ja. Das muss ja irgendeinen Effekt haben. Aber bisher habe ich keine Ahnung, was es tut. Vielleicht finden wir es raus, vielleicht finden wir es auch nicht raus. So. Ich werde mal noch den anderen Raum besuchen, um wirklich sicher zu gehen, dass nicht da oben auch noch zu vielleicht der Itemraum sein könnte. Aber normalerweise hast du keinen Itemraum in Challenges. Das war, ich glaube, ganz am Anfang mal so, dass es... Ja, okay, alles klar. Das war es an der Stelle.
auch damit. Okay, aber das heißt, je mehr blaue Herzen wir sammeln, umso öfter können wir das Buch einsetzen. Das ist gut. Good to know. So. Der trifft mich gleich wieder. Ich sehe, ich weiß es genau. Weil ich dem immer nie vernünftig ausweichen kann, weil ich doof bin. Okay, never mind. Ja, ist ja okay. Ist ja gut. Vielleicht ist es auch wirklich einfach nur eine Challenge, wo es sehr viel... Ich meine, sie heißt ja nicht grundlos Bloody Mary, die Challenge. Vielleicht ist es einfach eine Challenge, wo so viele Effekte existieren, dass einfach alles blutig aussieht am Ende. So, ne, das ist einfach so eine... Ja, das ist halt eine optische Challenge ist. Und gar nicht so jetzt ein spezielles Item markiert. Soll ich den Schlüssel? Eigentlich brauchen wir Schlüssel nicht, weil wir brauchen eh keine Itemräume. Passt schon. Drei Stück haben wir eh. Schauen wir mal, was der Duke of Lies mir erzählt. Okay. Gut, Tears Up ist auf jeden Fall ein schönes Upgrade. Weiter im Programm. Oh, hier ist nichts mehr, was wir... Ach so, doch, wir könnten natürlich noch... Ah, aber da komme ich nicht ran. Liegen irgendwo Herzen frei rum? Nee, ne? Die sind alle mit Bomben und ich habe nur eine Bombe. Ich lasse es jetzt mal. Ich lasse den Stachelraum jetzt mal Stachelraum sein. Da geht's wieder beim Stachelraum. Okay, das Kreuz hat was getan. Das Kreuz hat jetzt dafür gesorgt, dass ich zu Beginn der Ebene nur noch ein halbes Herz habe. Warum? Dafür habe ich jetzt scheinbar stärkere Schüsse oder so? Warum tust du das? Das ist jetzt nicht so gut. Deswegen brauche ich das Child's Heart, weil das sorgt dafür, dass mehr... Ich glaube, das sorgt dafür, dass mehr rote Herzen kommen. Yo! Starte ich jede Ebene mit einem halben Herz? Ist das Bloody Mary? Außer die erste. Die erste starten wir normal. Yo! Können wir mal so lange... Entschuldigung. Entschuldigung. Können wir mal so lange resetten, bis wir XXL bekommen? Also, Labyrinth bekommen. Können wir Flüche am Anfang bekommen? Dann hätte ich nämlich gleich zwei Bosse mit einem Schlag weg. Und eine Ebene weniger, bei der das passt. Okay, wir können Flüche bekommen. Ich reset jetzt so lange, bis ich XXL bekomme. Also, Curse of the Labyrinth. Oh, das geht zu schnell, okay. Muss aufpassen. Wenn ich R gedrückt halte, geht es viel zu schnell. Oh, okay. Fast hätte ich nochmal gedrückt. Sehr schön. Weil jetzt dürfte es doch so sein, dass das Kreuz nichts tut. Und dann haben wir schon zwei Ebenen geschafft, ohne den Effekt vom Kreuz ins Gesicht gedrückt zu bekommen. Die Frage ist, kann ich es verhindern? Woran liegt es, dass das Kreuz das macht? Wenn ich getroffen wurde in der vorigen Ebene, bestraft mich das Kreuz dann auf diese Art und Weise?
So als, keine Ahnung, Tribut, du hast im letzten, der letzten Ebene geblutet, hier. Du hast kein Herz mehr verdient, weiß es nicht. Das werde ich jetzt auch nicht nachlesen, weil dann, das würde, wenn ich, das wäre jetzt eine Sache, wenn ich die nachlese, was genau das Kreuz macht, warum es das tut, was es tut, wenn ich das nachlese, dann würde das die komplette Challenge kaputt machen. Weil ich könnte mir denken, dass man es verhindern kann, vielleicht, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Hier liegen jetzt schon mal zwei Herzen rum, das ist gut. Das heißt, ich müsste mal versuchen, eine Ebene zu spielen, ohne getroffen zu werden und dann gucken, ob das Kreuz wieder diesen Effekt hat. Oder ob ich das irgendwie anders ausgelöst habe. Aber das war auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, was da passiert ist. Oder man darf das Buch nicht einsetzen. Also, beides habe ich getan. Ich habe im letzten, der letzten Ebene, habe ich, ich wurde getroffen und ich habe das Buch eingesetzt. Beides habe ich getan. Vielleicht darf man das Buch nicht, vielleicht darf man sein Space-Bar-Item nicht einsetzen. Wäre auch eine denkbare Möglichkeit. Entweder man darf nicht getroffen werden oder man darf sein Buch nicht einsetzen. Sowas könnte sein, dass man dann, dass das vielleicht... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es grundsätzlich immer ein halbes Herz abzieht. Weil dann wüsste ich nicht, warum man dieses Item jemals einsetzen sollte. Das Item muss ja irgendeinen Nutzen auch haben. Ich meine, jetzt hier bekommt man es. Ne? Hier bekommt man es aufgedrückt. So, aber im Normalfall entscheidest du ja, ob du ein Item einsammelst oder eben nicht. Und, ja, okay. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Und dann, oh, ich sehe da was. Aber gut, wir haben halt eh, nee. Ich behalte die Bomben für Geheimraum. Und Krams. Und so weiter. Weil die blauen Herzen nützen mir ja nicht so mega viel. Außer, dass ich halt das Buch stacken kann. Öfter. Also halt, ne? Wisst ihr schon, was ich meine? Hilfe. Okay. Hier könnten wir... Nee, wobei... ich wollte gerade sagen, hier könnten wir jetzt mal sprengen. Aber ehrlich gesagt, nee. Okay. Also, irgendwas muss das Kreuz ja auch nützen. Irgendeinen Nutzen muss das Kreuz ja auch noch haben. Das kann ja nicht nur... Hier, ich kille dich am Anfang des nächsten Raumes sein. Das kann es ja nicht sein. Es muss ja irgendeinen Nutzen noch haben. Oh, wobei, doch, hier könnte ein Geheimraum sein. Schade. Es war ein Versuch. Also ich glaube, ich darf das Buch nicht einsetzen. Ich glaube, das ist... Wie gesagt, wir werden mal gucken... Ob ich das irgendwie ausgelöst habe im nächsten Raum, wenn ich da drin bin. Also ob ich es auch irgendwie dann entsprechend natürlich verhindern kann. Ach, übrigens, ich muss ja nochmal gleich das Ding aufladen. Wobei, ich könnte meine blauen Herzen einsetzen. Ja, ich habe ja 7. Also es gibt mehrere Möglichkeiten zu ermitteln... Inwiefern und wie und warum? Können auch die an. Wir spielen den anderen Raum kurz, was soll's. Wir laden so auf. Ich lasse mal meine blauen Herzen lieber hier. Wir spielen kurz so ein paar andere Räumchen noch. Da ist nochmal ein blauer Stein. Ich sehe die blauen Steine. Ich will nur kurz darauf hinweisen, ich sehe die blauen Steine. Aber wie gesagt. Ich könnte so diesen Small Rock rausbekommen. Aber solange ich nur eine oder wenige Bomben habe, fange ich nicht an, die zu sprengen. Aber ich sehe sie. Nicht, dass ihr denkt, ich sehe sie nicht. Das war alles, was ich sagen wollte. Danke fürs Zuhören. Okay. Jetzt haben wir schon 3 Bomben. Jetzt haben wir schon 15 Münzen. Von dem Raum aus wird es funktionieren. Von dem Raum aus wird es funktionieren. Ach, verdammt.
Jetzt aber. Okay. Den fühle ich. Aus mehreren Gründen. Es sind im Prinzip unendlich viele Bomben. Versteht ihr? Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Buch dann darauf noch eine große Auswirkung hat. Ändert das Buch was am Schaden vom Airstrike? Weil dann würde ich das Buch Buch sein lassen und die Kerze mitnehmen. Wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Und die Kerze? Das wäre jetzt die nächste Frage. Ja doch, die, also dieser blaue Balken hat nichts mit dem Book of Virtues zu tun, oder bin ich doof? Ha! Wollte schon sagen, wir können ja, wenn wir... Jo, stabil. Scheint so, ne? Also, das ist jetzt auf jeden Fall eine sehr coole Sache, dass wir dieses Ding gefunden haben. Okay. Goldene Bomben. Jetzt wüsste ich, ne? Ich habe unendlich viele Bomben. Diesmal weiß ich's. Ich hab das da. Oh. Also auf jeden Fall ganz coole Sache mit dem Airstrike. Ich denke, damit kommen wir jetzt recht fix durch. Und ich denke, das ist auch gar nicht so verkehrt für so Sachen wie eben. Also gut, dass wir nochmal zurück sind. Gut, dass ich nicht einfach zum Boss bin und gesagt habe, ja komm, wir lassen die Ebene sein. Aber, also, wir werden jetzt nicht das Trinket ändern, weil Herzen scheinen wir ja zu brauchen. Dafür haben wir es ja ziemlich sicher bekommen. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Ei! Das waren ganz schön viele Hits. Aber an sich ist es ja sogar egal, wenn man sich treffen lässt. Amnesia. Auch egal. Gibt es auch irgendwelche guten Pillen? Danke. Luck. Health. Danke. Up. Health up nützt mir, also HP up nützt mir zwar nicht so viel, wenn ich dann gleich wieder alles verliere am Anfang. Ah, ich habe die Kerze nicht eingesetzt. Egal. Aber mal gucken. So. Jetzt ist... Okay, es trifft mich sofort. Es trifft mich sofort. Also ich kann es nicht verhindern. So, jetzt werden wir in dieser Ebene mal Folgendes versuchen. Wir werden versuchen, nicht das Baseball-Item einzusetzen. Und nicht zu sterben natürlich. Mein Herz... So. Okay. Wie gesagt, wir werden versuchen, nicht zu sterben und wir werden versuchen, nicht das Baseball-Item einzusetzen und wir werden versuchen, nicht getroffen zu werden. Bisher ist beides nicht passiert. Dann gucken wir mal, ob das Ding wieder sich auslöst entsprechend. Das wäre jetzt so die Frage. Ha! Treffer versenkt. Shop finden wir cool. Das hat auch was.
schön. Ja, da haben wir das mit dem Treffen, hat sich schon erledigt. Schade. Aber ich kann immer noch versuchen, das Space Vital. Was heißt versuchen? Ich setze das Space Vital einfach nicht ein. So, das kann ich ja machen. Nein, 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 nein. Oh, meine Energie. Oh, shit. Oh Gott, ja. Vielen Dank dafür. Ha! Yes! Wichtiger Raum. Wichtigster Raum der Runde. Viel wichtiger als Shop. Wer braucht denn einen Shop, wenn er einen Herzensraum bekommen kann? Sehr gut. Dann müssen wir aber auch in der Nähe vom Boss... Ne, sind wir gar nicht mal. Okay. Growing. Keine Ahnung, was das ist. Irgendwelche Flügel, die wachsen, aber ich brauche mein Herz-Twinket, deswegen ich werde... Das klingt voll gut. Das klingt nach irgendwie, keine Ahnung, trag das eine ganze Zeit lang mit dir rum und du kriegst Flügel. Ich weiß es nicht, ne? So klingt es für mich. Klingt super cool. Würde ich würde ich in dem richtigen One auf jeden Fall auch mitnehmen. Aber in dem Fall jetzt nicht, weil ich jetzt hier nicht experimentieren möchte und weil ich es absolut nicht riskieren kann, wenn ich jedes Mal am Anfang der Runde auf ein halbes Herz gedroppt werde, kann es auf gar keinen Fall... Okay, wir haben den Shop nicht gefunden. Na gut. Ich renne jetzt auch nicht hier rum und suche noch einen Shop. Mache ich nicht. Ich habe alles, was ich will. Ich wurde leider getroffen. Ich habe aber das Space-Item nicht eingesetzt. Vielleicht hat es ja einen Zusammenhang. Man weiß es nicht. AP ab. Nice. Und ein Satanraum. Ich sehe da jetzt nicht irgendeine Begründung, da irgendwas mitzunehmen. In before, dieses Kreuz zieht dann was ab, wenn man keinen Deal macht. Das wär auch eine coole Sache. Sollen wir mal einen Deal machen? Wir machen mal einen Deal. Wir machen mal einen Deal und nehmen den Auto-Turret mit. Und, gucken mal, was passiert. Also, sollte das Kreuz mich jetzt nicht treffen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es liegt daran, dass ich das Space-Bar-Item nicht eingesetzt habe, oder es liegt daran, dass ich einen Deal gemacht habe. Getroffen wurde ich. Insofern, wenn es mich trifft, dann weiß ich schon mal, dass es weder das Space-Bar-Item noch der Deal ist. Mal gucken, was passiert. No! Okay. Es trifft mich sofort. Ach, gucke mal! Als es mich getroffen hat, hat es die Stats erhöht. Und zwar den Schaden und den Speed. Das... Okay. Okay, ich glaube, ich kann nicht verhindern, dass das Kreuz mich trifft. Ich glaube, das gibt mir am Anfang einer jeden Ebene einen bösen Statusschub. Nee, danke. Da gehen wir rein, wenn... Wobei, ist es Range Up? Was will ich mit Range Up? Das gibt mir am Anfang einer Ebene einen bösen Statusschub. So ein Ding ist das. Und dafür muss ich aber jede Ebene mit einem halben Herz starten. Das wird das Kreuz sein. Oh je. Wir gehen in den großen Raum, da habe ich mehr Hoffnung, dass ich schnell ein Herz bekomme. Ja, 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 ja. Raus mit dir. Er damit. Wow, yes. Wir sind schon wieder safe. Sehr schön. Grand safe. So. Die lebt noch. Das war frech. Okay, die Kiste kriege ich auch. Sehr gut. Da habe ich die Hoffnung, dass da noch mein Herz rauskommt. Oh ja. Raus mit dir. Raus mit dir. Richtig weg. Richtig weg von den Stacheln. Wir rennen da nicht rein.
Nee. Nützt mir nichts. So. Okay. Weiter im Programm. Dann kann ich aber auch, wenn ich es eh nicht verhindern kann, kann ich eigentlich jedes Mal, und zwar wirklich jedes Mal, den Stachelraum spielen. Na, nachdem wir beim Boss waren und alles gemacht haben. Das habe ich jetzt. Kann ich jedes Mal den Stachelraum spielen. Weil wir ja eh Herzen verlieren. Dann kann ich auch so Sachen machen wie den Opferraum zu nutzen. Nee, wait. Der Opferraum zieht mir nicht HP ab, sondern der zieht mir nur die Herzen ab, richtig? Ich glaube ja. Hoop is moving. Ja, alles klar. Lieber nicht. Ich glaube, es nützt nichts, hier die zu sprengen. Okay. Können wir uns holen. Shoppy. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo ich nicht weiß, was dieses Ding macht. Aber da wir die Challenge spielen, werde ich es einfach mal mitnehmen, um so vielleicht zu lernen, was es tut. Buddy in a box. What could it... Das ist ein Creeper. Okay, das Ding setzt mir einen Random Familiar ein, oder wie? Das ist so, du kaufst eine Zauberbox und da kommt irgendein Familiar raus. Und jetzt gibt es auch Creeper als Familiar? What? Ich habe ein bisschen Angst, was der tut. Dumm. Ein bisschen schnell unterwegs, aber das ist gut so. Also der Creeper schießt. Der Creeper schießt genauso wie das Autoturret automatisch. Schaut euch das mal an. Ne, der Autoturret schießt automatisch. Klar. Aber was macht der Creeper? Achso, der schießt. Der schießt auch ganz normal. Der schießt einfach. Okay. Vielleicht sieht er einfach aus wie ein Creeper und macht sonst nichts. Aber das sind so blaue Tränen. Ja, keiner. Ist ja egal. Ist ja wurscht. Ha. Okay. Sehr stabil. Was ist das denn? Knochenherz. Okay. Jetzt habe ich bis zum Knochenherz meine Herzen gefüllt. Interessant. Vielleicht finden wir raus, was es tut. Aber ja, dann ist Bloody Mary wahrscheinlich eben sowas, wo du von Ebene zu Ebene deutlich stärker wirst, aber immer wieder halt mit einem halben Herz startest. Und jetzt sieht man die Stärke natürlich nicht so effektiv, weil ich halt dieses Bombending bekommen habe. Ja, aber was soll's? Wenn man das bekommen kann, kann man es bekommen. Oh lol. Oh lol. Ja, mein Knochenherz verabschiedet sich gleich. Dann werden wir leider nicht rausfinden, was es tut. Oder was es für eine Bedeutung haben könnte. Okay. Letzte Ebene. Letzte Ebene, letzter Raum wollte ich sagen. Hier ist nix, da ist nix. Da könnte noch der Geheimraum sein. Wobei, nee, wir haben ja schon... Den besonderen Geheimraum haben wir ja schon. Eigentlich muss ich da jetzt nicht noch großartig rumsuchen. Wäre komisch gewesen. Ja, okay, gut. Gehen wir zum Boss. Passt. Ja, dann kann ich ja auch mein Spacebar-Item einsetzen. Ah, shit. Okay, das Knochenherz bleibt noch da liegen.
Hat es jetzt irgendeine Bedeutung noch? AP ab, ist cool. Na komm, wir besuchen noch den Stachelraum. Ich kann's ja. Haben wir vorhin großmächtig und lange erklärt, warum ich es kann. Nö. Ich meine, wir wissen, was es tut. Wir wissen, was es tut. Soll ich es riskieren? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, nein. Wir riskieren es nicht. Habe ich die Chance, noch ein Item zu bekommen? Was? Nein, 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 nein. Ich denke da gar nicht drüber nach. Ich denke da gar nicht länger drüber nach. Wir machen es einfach nicht und gut ist. So, jetzt kann man wieder Herzen aufladen in unserem Geheimraum. Stabil. Allerdings nützt es ja gar nichts, weil ich sie alle verliere. Nun, wir vergessen. Habe ich schon wieder ganz verdrängt. Ja, was soll's. Abflug. Gucken wir mal, was es jetzt macht, das Kreuz. Ich bin vor allem gespannt, was es bezogen auf dieses Skelettherz macht. Und seht ihr das da drüben? Plus 7,51 Damage, plus 0,4 Speed. Das heißt, es verstärkt mich da. Wait, ich habe gar kein halbes Herz mehr jetzt. Liegt das am Knochenherz? Was ist denn das jetzt? Eine interessante Geschichte. Okay. Es wird immer mysteriöser. Can you please leave me alone? Thank you. Gwen. Range up nützt mir, wie gesagt, leider. Yo, da kommen einfach Fliegen. Wo kommen die denn jetzt? Warum? Hä? Hat mir die Unterhose schon immer Fliegen gegeben? Auch zusätzlich? Einfach so 5 Fliegen und Range up? Man weiß es nicht so genau. Ja, jetzt kann ich die Flamme zweimal einsetzen, die ich noch nicht einmal eingesetzt habe. Das Ding ist halt, wenn du diese Dinger hast, diese Raketen hier, du konzentrierst dich halt nur auf die Raketen und überhaupt nicht mehr auf Spacebar-Item, was ein bisschen doof ist. Gefährliche Ebene. Yes. Wir brauchen ganz dringend Herzen. Achso, da können. Ja, jetzt kommen da natürlich nur blaue Herzen raus und die nützen mir nichts. Damit kommt gar nichts raus. Das ist auch okay. Komm, die Pille ist ein Full Heal. Wie wär's damit? Die Pille ist ein Full Heal. Auf geht's. Auf geht's, raus mit dir. Full Heal. Retro Vision. Das ist nicht, was ich wollte. Wir warten kurz, bis es wieder normal wird. Oh, diese Ebene, Alter. Okay, wir können nach oben oder nach unten. Ich würde mal vermuten, der Boss ist unten. Also gehen wir runter. Yo, nee! Das ist jetzt ganz schlecht. Ja, scheiße. Das war für die... Das war kein guter Raum für die... Für die Raketen. Na gut. Na gut. Ich sehe schon, für die Challenge brauchen wir ein paar mehr Parts. Danke fürs Zuschauen. Ärgerliche Momente. Aber ich glaube, wir haben zumindest rausgefunden, was das Kreuz macht. Ich denke, noch mehr wird es nicht tun. Du bekommst einen Stat-Up am Anfang des Raums, am Anfang der Ebene.
Und dafür gehst du aber auf ein halbes Herz runter am Anfang jeder Ebene. Und das ist natürlich böse. Wir müssen also versuchen, möglichst viele Support-Items zu bekommen, die ja für die Herzen halt da sind. Ja, ärgerlich. Ich kann es nicht ändern. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.